Okay, Dreddies. Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns Abo Guku seinen Vlog an. Frisch aus Albanien. Der Bre war mit den KMN-Jungs unterwegs. Ich küsse eure Herzen. Abo auf Dancepartys. Reitenberg und Rohat holen mich gleich ab. Wir fliegen nach Kosovo, inshallah, für 2 Tage mit AZ und Suna. Unser Flug geht, glaube ich, um 13 Uhr oder sowas. Wir nehmen euch natürlich wieder mit und ich hoffe... Der Bre ist im Privatjet geflogen. Yani Abu Millionär. Ich bin Vlog später. Es ist 5 Uhr morgens. Jetzt sind wir in so einem Hotel. Geil, wir sind so tot, ne? Es ist eine Sache passiert, die noch nie passiert ist. Wir haben getrennte Betten. Oh mein Gott. Und hat zwar nochmal extra gefragt, ob die auch ein Zimmer haben mit einem Bett zusammen. Der Rohat hasst das. Aber der Abo 10:30 Uhr, also 10:20 Uhr. Breitenberg schreibt, wieso warte ich hier seit 30 Minuten? Und er hier trödelt die ganze Zeit wegen seinen Haaren. Nein, wo ist mein Handy? So, wir suchen sein Handy und gehen. Oh, hier ist dein Handy. Das ist meins. Freust du dich schon? Überhaupt Bruder, nicht, Digga. Wohin gehen wir? Ja, wohin geht ihr denn? Keine Ahnung. In Düsseldorf, am Ende. Ihr geht einfach schon. Guck mal. Warte mal, du hast gerade 15 Euro stolz dafür bezahlt. I work like irgendwas steht da. Digga, mein Furz riecht einfach besser als dieser Kissen, Digga. Was? Als dieser Kissen, ja. Aber warte mal, wieso willst du das nicht mehr? Kissen, Digga. Und ich schmeiß dieses Kissen gleich da oben nach. Warte, zeig mal her, wie das aussieht. Hä, das ist doch voll... Das ist doch neu, die haben bestimmt ein neues auf die. Das sieht doch neu aus. So, wir sind jetzt hier angekommen im Flughafen. Rohat komplett lost. Breitenberg auch. Guck mal. 11.30 Uhr geht der Flieger, wir haben noch 40 Minuten. Ja, die Reise geht auf jeden Fall schon mal gut los wieder. Warum ist dein Junge so respektlos? Du bist Erziehungsberechtigter, erziehen mal. Boah! Breitenberg ist angeküsst. Warum ist dein Junge so respektlos? Du bist Erziehungsberechtigter, erziehen mal. Boah, Le Breitenberg, Alter, so kenn ich dich gar nicht gesehen. So, wir sind jetzt angekommen. Die Leute sind auch schon da. Wir haben es easy geschafft. Der Flug geht doch erst um 13 Uhr. Und keine Ahnung, was wir jetzt hier so lange machen. Wir haben gerade unsere Geschenke bekommen. Schuhe, T-Shirt, das hier, eine Tasche. Und jetzt das Wichtigste, einfach ein Nackenkissen. Wir kriegen gerade ein Nackenkissen geschenkt. Was sagst du dazu, dass du für 15 Euro vom Hotel 1 gekauft hast? Ja. Gib her, lass mich nur riechen. Ja. Du kleiner Rohr, ist nicht so begeistert. Ich trage sowas nicht. Aber was ist das? Danke. Was soll das? So, während wir auf den Flieger warten, werden wir jetzt erstmal was essen. Und zwar hier. Ich habe nach Veggie schon gefragt. Auf einmal, die sagen mir das einfach halal. Ja, ich weiß, Ernährung, dies und das, aber ich... Hä, hat Food Brothers einen Truck, Digga? Die 2 Tage mit Ernährung. Wir holen das wieder nach. Wallah, ich sag zu denen, ey, ich nehme einen normalen Burger und noch einen Dingsburger. Heftig. Für drin, mein Kumpel, der wartet da drinne. Dieser Kumpel bin ich. Das ist unser Flugzeug, das kleine Mini-Ding. Das Wort. Ich guck später TLC, ja. Wir sind Viva La Cartel. OG's Blood, Freddy May wieder am Bell. Das hier unser Jetty Matty. Unser Flieger Miga hier. Krass. Komm, oh, Walla. Der ist ja klein. Die haben eigene Privatjet, Digga. Digga, KMN hat schon durchgespielt. Ich sag euch ehrlich, Dreddies, gell. Also, diese Level ist heftig. Ich hoffe, ich passe hier durch. Hast du Bock? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt und die Knie zittern ein bisschen, aber wegen ich krieg Fliegen? Das schon hin. Ja, ja, Bruder. Magst du Fliegen nicht? Bruder, ich hab ein bisschen Probleme damit, aber kriegen. Wir beten heute zusammen. Ja. Bruder, das wird richtig turbulent, weißt du, ne? Du musst dein Händchen halten. Bismillah. Ich hab... Bruder, das wird richtig turbulent, weißt du, ne? Du musst dein Händchen halten. Bismillah. Alle Breitenberg, wenn er Bismillah ausspricht, hört sich einfach Hebräisch an. Ich hab Angst, Bruder, ich sag's dir ehrlich. Bruder, wir fliegen nicht so hoch. Wie viel hoch denn? Mit dem Privatjet nicht so weit, Bruder. Bisschen über die Wohnungen. Ja? Ja. So, es geht jetzt los, inshallah. Und ja. Digga, ich hätte mir Todes in die Hose gekackt, gell? Ich hätte mir richtig in die Hosen geschissen, Digga. Ich könnte das niemals. Was hast du da vor, Bruder? Alles gut. Alles gut. Ich will nur gucken, wie es aussieht. Der redet doch gar nicht mit uns, Bruder. Der geht einfach direkt zu denen. Der war nett, Bruder. Ja, ja. Suna hat gerade gesagt, Breitenberg hatte mehr Farbe, bevor wir gestartet sind. Jetzt ist er gelber geworden. Er war voll braun gebrannt. Ich sag, MashaAllah, Bruder. Er ist einfach gelb geworden. Urlaub hat er unten gelassen. Die Farbe hat sich wieder geändert. Von gelb in weiß. Wallah, der hält sich fest.
Das wäre 1:1 ich, gell. Walla, ich hätte gesagt, habt ihr hier Fallschirm, habt ihr egal was, gib mir nur für Sicherheit. Privatjet, ich hätte sogar Fallschirm einfach gekauft. Ich wäre einfach irgendwo hingegangen für 500 Euro, ich hätte mir einen Fallschirm gekauft. Ich hätte den einfach, es ist, Bruder, nein, nein, da ist mein Essen drin, Bruder. Alles gut. Hast du Hunger? Ich kaufe dir später was, das ist zu, meine Frau hat gesagt, nur ich darf essen. Ich wäre mit diesem Rucksack, ich schwör auf alles, Bruder, gell, das ist keine Lüge, Digga, ich... Weißt du, was eine Angst ich habe? Dreddies, ich bin jetzt seit 11 Jahren oder so nicht im Urlaub gewesen, gell? Ich habe so eine Flugangst, Bruder. Das ist nicht in Worte zu fassen. Ich habe Theorien entwickelt. Ich habe gesagt, warum hat ein Flugzeug nicht einen ganz großen Fallschirm? Warum geht das Dach nicht von einem Flugzeug so in zwei Hälften aus? Und da, du kannst auf einen Knopf drücken und dein Sessel fliegt in den Himmel mit so einem Fallschirm. Ich habe schon alles versucht. Bruder, wenn ein Flugzeug abstürzt, warum kommt kein Airbag unten raus? Ich habe alles schon in meinem Kopf gehabt, Bruder. Weißt du so? Ich habe Todesangst vor Flugzeug. Ich habe Todesflugangst. Wir sind kurz vor Ankunft. Also wenn jetzt noch was schief läuft, Alter, so dann... Oder bei dem Flug haben sie auch ein Problem, da gibt es auch ein paar Löcher auf dieser Landebahn. Alter, ja, weißt du, was ich meine? Breitenberg sagt, bitte lass nur die Landebahn wenigstens gut sein. Oder das Problem ist, die Reifen, die sind auch, der hat mir vorhin gesagt, die sind nicht so gut aufgepumpt. Ich bin auch so einer, ich analysiere diese Flugzeuge, ich denke einfach, ich habe voll die Ahnung. Ich sage, oh mein Gott, Walla, diese Fenster ist nicht richtig. Oh mein Gott. Der arbeitet niemals richtig, der Typ. Walla, der soll mein Flugzeug tanken? Der Bastard, der macht es niemals richtig, Digga. So, die ganze Zeit. Immer Filme in meinem Kopf, immer. Ihr kennt es doch auch, Dreddies. Ihr lacht, weil ihr es auch kennt. Nur ich bin Mann genug, um es zuzugeben. Aber ihr seid nicht Mann genug, um es zuzugeben. So, du kommst rein, du siehst den Piloten, du denkst dir, alle, meinst du, der kann fliegen und so? Diese ganzen Filme. Hört auf, seid ehrlich, Dreddies, ja? Ich hab den Piloten gesehen, wie der so macht, ich bin so mitgegangen. Dann, dir kommen wieder diese ganzen Dokus im Kopf und so. Meint ihr, irgendeine Schraube fehlt irgendwo und so? Kennt ihr das nicht? Wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Wir wurden hier echt gut empfangen. Mashallah, was ist das denn? Guck dich das mal an. Man kommt raus und direkt wunderschöne Berge. Boah, wie krass. Direkt wunderschöne Berge. Boah. Wir haben gerade hier mit dem Bre geredet, der gerade gemerkt hat. Das ist einfach Mr. Bitcoin. Der kannte Mr. Bitcoin einfach vor mich. Ja, ich bin übertrieben geflasht, weil ich hab den Namen einfach gehört. Bruder, guck mal, ich habe immer von diese Twitch und diese Streamer-Geschichten, Bruder, habe ich immer gehört. Ja. Ich habe gedacht, geil, ist da, Bruder, warum sind die total auf den Film? Krass. Und dann habe ich so mal ein paar Videos angeklickt, Bruder. Das war dieses GTA. Das war diese alte Welt. Der hat das gerade genauso erklärt wie ich mit. Dann machst du links, dann machst du so, Auto ich, Auto Umfall. Ja, also, und dann kam sie mit der Bitcoin. Wenn du das doch einmal machst, ruf ich Mr. Bitcoin an. Das war wie so Lord Voldemort, Alter. Auf jeden Fall sollten wir gleich demnächst im Hotel ankommen, inshallah. Dann erstmal umziehen direkt. Dann erstmal direkt umziehen, kurze Sachen, direkt. Das ist das Hotel Motel. Oh mein Gott, mashallah. Also, es ist für ein Vlog, Kollege Schnürschuh. Ja, aber trotzdem. Digga, wir werden nur Probleme haben. Schau dir mal bitte die Aussicht an. Es sieht wirklich wunderschön aus. Viel Baustelle. Ja. Also Bruder, das ist richtig. Wir sind in Albanien gesehen. Wir steigen mitten auf Autobahn aus und kaufen sich jetzt einfach gegrillte Mais. Wie lange fahren wir jetzt ungefähr? 1,5 Stunden. Und der hat noch nicht ein Auto auf. Der ist nicht mehr normal. Er ist wie so ein kleiner Welpe. Er schläft immer. Weißt du, was ich meine? Mal aktiv und dann schläft. Einmal in deinem Leben was Richtiges gesagt. Der Bruder hat mir Kurven versprochen, hat gesagt, es kommen ja geile Kurven. Ich finde, die Sicherheit ist hier sehr gut gegeben. Wurde es auch geprüft alles? Nein? Ist noch alle angeschnallt. Ey, da war so ein Schild, dass die Steine von oben fallen. Ja, das kann nicht passieren. Kommt noch eine krasse Kurve? Ja, Bruder, es gibt eine Kurve, Bruder, da müssen wir aussteigen. Aber das Ding ist, Bruder, wir müssen ganz kurz aussteigen, Bruder, weil da sonst die Kurve nicht kriegt, weil wir zu schwer sind. Bruder, ich kann auch auf die linke Seite einfach gehen. Die Kurve nimmst du jetzt aber nochmal, bitte. Doch, gefühlt. Oh mein Gott, das war mein Sinn. Was ist das? Das war mein Sinn, Bruder. Angekommen hier in diesem Restaurant.
Bruder, sogar diese Autofahrt hätte ich Todesangst. Boah, wie war die Busfahrt? Bruder, ich hab mich pennen gelegt, bin aufgestanden. Und wir waren da. 10 Minuten gefahren, war da. Digga, für uns war das, also, okay, oder geht eigentlich? Ich saß gut, ich hab gar nicht so, ja, so. Wir haben die Vorspeise. Wir sind einmal, das war 2018, glaube ich, bin ich gefahren von Frankfurt mit Auto nach Tirol in Österreich oder in Italien. Ich glaube, es war Italien oder irgendwo dazwischen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und als wir in Österreich vorbeigefahren, also durch Österreich gefahren sind, waren wir auf so Bergen und es hat todes geschneit. Und dort habe ich auch Ich hasse dich 2 gedreht in diesen Bergen. Weißt du? Tirol, ja, Tirol. Bruder, diese Berge hat so geschneit und es waren auch so enge Kurven, gell? Walla, Billa, mein Kacke in meine Hose. Bruder, ich will das nicht, ich will euch das nicht erzählen. Das heißt doch Tirol. Tirol? Ach so. Hier, Dennis. Salat. Was müsstest du? Der Eistee ist der krasseste Eistee, den ich in meinem Leben getrunken habe. Noch nie einen leckereren getrunken als der hier. Jetzt haben wir hier Flea, auch albanische Spezialität, so Teig. Und Weißbeck ist natürlich mit Messer und Gabel. Bruder, aber was hast du ihm gesagt? Wie soll er das essen? Bruder, mit Hand. Kennst du meine Ich? So, Wallah, der hat meine Ich mit Messer und Gabel gegessen. Lass uns Platz wechseln. Das wird einfach jetzt, genau jetzt gerade fertig, das Essen. So. So. Das ist ein heißer Stein hier. Oh. Oh, wie kalt sich das anhört, gell? Ich riech das schon, Digga. Oh mein Gott. Guten Appetit. Ihr sehen könnt, ist der Platz weg. Der Breitenberg ist noch am Essen. Robert ist noch am Essen. 1 von 10? Digga, waren wir mal in einem krasseren Restaurant? Nein, noch nie. Die Vorspeise hat alle Restaurants in Deutschland getoppt. Und das ist schon zu Vincent übrig. Also jetzt ehrlich, for real. Wie viel von 10? 9,5. Breitenberg, wie viel von 10? Auch 9,5, Bruder. Okay, Bruder. Wie viel von 10 das Steak? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, Bruder. Das ist, ich kann das nicht so. Bruder, das ist für mich alles die 10 von 10. Also das ist absolut, wenn ich hier bin, dann genieße ich einfach jedes Essen, Bruder. Weil ich habe das Gefühl, Bruder, überall, wo ich anders esse, ist so schmeckt nach Plastik. So hier weiß ich, es ist von hier. Weißt du, meine? Oder das Ding ist genau, ich die Welt. Ich fühle mich einfach wohl, Bruder, weil ich weiß, die diese ganzen Sachen. Ihn, ja, genau. Die Gurke ist von denen. Ey, Bruder, so heiß in Albanien gerade? Ich kann es gerade gar nicht einschätzen, weil Suna sieht aus, als ob er Sport gemacht hätte. Wie heiß ist in Albanien? Ich schätze mal so 30 Grad oder so gerade. Die treffen sich jeden Tag früh. 35 sogar? Oha. Der Eistee ist auch von seinem Onkel. Steak für mich absolute 10 von 10. Und das Krasse ist, nur, das merkst du an der Qualität vom Fleisch, weil du brauchst es einfach nur einmal drauflegen. Du brauchst nur ganz wenig Schütze und du kannst schon direkt essen. Ja, ja, das war unnormal. Ich habe noch nie und ein Restaurant. Hat. Ein Restaurant, Bruder. Okay, jetzt müssen wir. Warte, ich muss jetzt einfach wieder Ding. Warte, könnt ihr mir kurz erklären? Ist Albanien nicht Kosovo? Albanien ist doch Kosovo, oder nicht? Nein? Valabila, tut mir leid, ich weiß es nicht. Bruder Vala, ich weiß es nicht. Weil Bruder, so wie ich kenne, von wo bist du? Bruder, ich bin Kosovo-Albaner. Weil so habe ich es in meiner Erinnerung gesehen. Hä? Ich weiß nicht. Definiert sich. Guck mal, Schieb ist doch Albaner. Ist zu 99% dasselbe, nur 2 Länder. Es sind 2 verschiedene Länder. Yani Albanien hat eine Grenze und Kosovo hat eine Grenze. Kosovo hat sich für unabhängig erklärt.
Okay. Okay, krass. Ich meiner Meinung nach vom Fleisch, Bruder. Wie krass kann er Fleisch zubereiten? Und wie krass kann er ein Steak servieren? Und wie schmeckt das? Und wie schmeckt das Steak? Wenn das Steak okay, gut okay, und verstehe ich. Ist, dabei verstehe ich. Die sind auf Next Level. Weißt du, was das krasseste war? Dass alle. Also jetzt Frage an euch, wenn du zu einem Albaner sagst, bist du aus Kosovo, ist er beleidigt? Oder wenn du zu jemand aus Kosovo sagst, bist du Albaner, ist der beleidigt? Guck mal, ein Omar sagt zu mir manche ja, ein Schiepe sagt zu mir nein. Omar, Cousin, du kommst aus Kamerun. Aber ne, komm, lass doch den Albaner reden, mein Bruder. Oder 30 Leute, die hier am Tisch sitzen, gleichzeitig das Essen bekommen haben. Ja, Bruder, das geht eigentlich gar nicht. Absolutes Timing, Bruder. Da hat sich jemand, Bruder, auf Naruto-Basis, Bruder, durch 70 geteilt, Bruder. Mit Jutsus. Ja, was ich. Die haben auch ein intelligentes Konzept. Er hat erst die Steindinger fertig gemacht, Fleisch geschnürt und dann direkt drauf. Ach, warst du mit in der Küche? Was hast du doch gesehen, wie roh das Fleisch war. Warst du mit in der Küche? Ich arbeite jetzt hier, Bruder. Ich bin jetzt... Nein. Ich schau ja die beste Küche. Lecker? So, der erste Tag ist für mich gelaufen. Breitenberg wird jetzt noch gleich mit denen fahren. Das ist jetzt Viertel nach elf. Ich und Rohat chillen im Hotel. Mal gucken, vielleicht fahre ich gleich mit Rohat noch irgendwo hin. Aber ich glaube, es wird eher darauf hinauslaufen, dass wir pennen gehen. Breitenberg wird mitgehen auf diese Show oder was. Und ja, das war der erste Tag. Hat mega Spaß gemacht. Und ich freue mich auf morgen. Inshallah. Wir sehen uns. Abu war nicht beim Konzert dabei, gell? Der ist nicht in diesen Club mitgegangen. Schade. Der durfte bestimmt nicht. Okay, Dreddys. Nicer Vlog von Abu.